Mit Part 60 zurück bei Paper Mario in Tulpenbach. Ich fass es nicht, ey. Wir sind jetzt hier 60. Folge schon und ich hab nur noch nicht den 6. Stern. Das wäre eigentlich cool gewesen, immer so quasi alle 10 Parts wird ein Kapitel abgeschlossen. So, wow, kommt her, Leute. Unser Level-Up steht bevor. Oh, 0 Damage, das ist Mist. Ja, Nagarine, willst du den slappen? Na, der geht doch gar nicht. Stimmt. Wieso sind die noch nicht gescannt? Die sind noch nicht gescannt? Okay, dann muss ich mal schnell changen, Leute. Changen. Austauschen. So, scan mal bitte die Typen, dann kriegt ihr richtig auf den Sack. Aber egal, wir haben Lebenspilz, wir haben dein Level up, alles cool. Yeah, cool, das ist ein Para-Pickel-Käfer. Die sind Käfer mit Flügeln und Stacheln. 5 KP, Angriffskraft 3, Verteidigung 4. Genau wie normale Käfer. Auch Feuer und Bomben sind hier wirkungslos, genau wie bei normalen Käfern. Das ist umso gemeiner, da die Para-Pickel-Käfer auch noch fliegen können und einen Stachel haben. Wahrscheinlich solltest du sie am ehesten mit Items und Sternattacken angreifen. Yo. Kann er gleich wieder meinen Powerring einsetzen? Oh, man nimmt die Schnauze. Abgeblockt. Oh, nicht abgeblockt. So, allen geht's gut. Ja, den Sternattacke, Leute. Wartet. Ist die jetzt vielleicht sehr echt voll, wenn ich einfach mal jetzt kurz hier ein bisschen Show-Einlage, ein bisschen Show? Hallo, ihr Süßen. Yeah, sie sind zugezwinkert. Wow. Oh, die Goombas im Publikum freuen sich richtig. So, voll. War der Powerring einfach voll fies? Wow, muss aber schnell sein. Vielleicht kleinere Kreise ziehen, Leute, kleine Kreise. So, boom. So, boom. Ja, wie du einfach die Verteidigung umgeht, bist du. Boom. Keine Chance, Mann. Boom. Alter, richtig hart. Ich hätte ja noch einen Kreis hier geschafft, ey. Aber naja. Yeah, level up. Warum sind wir nur so cool? So, was machen wir jetzt? Was legen wir jetzt für Orden an? Juhu, Daumen hoch. So, wählen Sie einen Wert. Yeah, da 24 schon. Ups. Alles voll healen. Alter, uns ist ja die ganze Sternpower auch schon wieder alles voll. So, dann war aber wirklich, glaube ich, dass echt erst mit Level 20 sich nochmal die Bühne ändert. So, ich frage mich, ob wir jetzt, ich glaube, jetzt brauchen wir tatsächlich aber nichts mehr von den Typen hier. So, ich erinnere mich, das hier war ein Rückweg. Oh, Mann. Warte mal jetzt kurz, Kleiner. Ich will nur gucken, ob hier irgendwie auf dem Boden was ist. Nö. Das war ein Rückweg, weil jetzt kann man hier leider ein bisschen verkacken. Wo man hier auch immer wieder lang geht. Ich glaube, ist links vielleicht der richtige Weg? Ich könnte sogar nochmal hoch, wenn ich ganz cool bin, aber... Ja, wir gehen einfach alle Wege einmal ab, oder? So, links. So, guck mal, da haben wir nämlich... so ein... Ah, nee, ach so, okay, das ist ja wirklich der falsche. Das ist ja ein Rückweg, wenn ich da den eh einen anderen Sprung anscheinend verkacke. Da liegt ein Orden, Leute. So, also hier jetzt Sprung. So, ich springe mal jetzt kurz hier mit rüber. Nur um zu gucken. Das sieht ganz schlecht aus. Das sah ganz schlecht aus. Oh Gott, was ist denn hier los? Hallo Leute. Die brauche ich nicht mehr. Ich habe schon Level Up hier. Okay, erst da. Okay, also, wenn ich es richtig verstanden habe, ich muss einfach nur erstmal da, dann einfach durch die Mitte da durchfallen und dann aber nochmal nach links. So, also hier. Hups, jetzt in die Mitte. Und dann aber. Oh, erstmal hier rüber. Hups. Ja. Yeah. Oh, guck dich da an, Alter. Yeah. Alter, der A plus V minus Orden. Senkt Angriffskraft um 1. Erhöht Angriffskraft um 1. Senkt die Verteidigung um 1. Auch nicht schlecht. So, dann ist es hier wieder. Ja. Okay, ich glaube, das war richtig. Jetzt aber nicht ganz weit links und ganz weit nach links muss ich auch. Ja, Vorsicht, Vorsicht. Nicht, dass ich noch irgendwo springen muss. Ne, seht ihr, genau, hier oben wollte ich nämlich auch hin. Das ist natürlich jetzt die Frage, ach, hier ist noch ein Superpilz drin. Oh. Und ich guck mal ganz kurz einfach aus Neugier auch schon mal auf die Karte. Weil vielleicht habe ich ja hier schon 100% von allem, ne? So, ja, okay, guck mal, Leute. Sternsplitter in Tulpenbach sind 100%. Und Insignien fehlt, ey, es fehlt noch eine Insignie? Dann habe ich echt, kann dann hier nach dem Kapitel einfach zwei Leute wieder boosten. Dann haben wir ja schon fast alles, ey. Okay, geil. Also ich muss nicht mehr noch irgendwelchen Bodenplatten gucken. Ach, das freut mich, Leute. So, wie gesagt, da unten wäre halt nur wieder der Weg, quasi Fail-Weg. Kellerbüro. Oh, hier gibt's den Lift-Key. Da oben ist er! Der Lift-Key! Ups. Okay, wie macht denn das jetzt? Leute, was soll ich tun? Voll abgeschlossen. Da geht nix. Okay, er ist da oben. Aber wie rankommen, ist die Frage. Archiv. Das gibt's ja auch noch. Kann man hier irgendwie was nachgucken?
Warum sind die Bücher so komisch hier? Die Aktenordner und normale Bücher. Warum sind hier stinknormale Goombas drin? Oh, cool. Mein Orden. Mein Orden haut hier richtig rein. Bup. Boings. So, was könnte das denn bedeuten, Leute? So, ich glaube, der Schalter hier ist nur wieder zum Resetten dieses Rätsels hier. Oder ist das eine Reihenfolge oder was? Will man uns verarschen? Nee, das steht tatsächlich dafür, dass man die angegebene Zahl einfach hauen muss. Den muss man einmal schlagen. Eins, zwei, drei. Und den natürlich dann zehnmal. Ach nee, okay, doch kein Reset-Knopf. Jetzt kann ich den erst richtig drücken. Krasse Rätsel, Leute. Hups, hups, hups. So, wo ist jetzt noch die Insignia? Wo ist die? Oh, ist er da oben? Ist er da oben? Da ist sie. Ja, aber Leute, richtig hart. Also richtig, jo. Einfach zwei Teammitglieder. Wer soll das sein, Leute? Wer soll das sein? Aui. Jetzt mal kurz nochmal. Jetzt würde ich nochmal richtig doll gucken, ne? Journal. Karte in Tulpenbach 100%. Hier auch im Glimmerliner haben wir auch schon 100%. Cool. Ja, wie gesagt, ich will diese Reise nicht nochmal machen. Ja, und wenn wir am Zielort hier ankommen, da können wir uns ja eh hin teleportieren, also ist okay. Leute, geil, ich bin sehr zufrieden. Alles gefunden. Kann ich jetzt mal ein bisschen hinne machen. Ist hier was noch im Archiv hier? Warum ist denn hier irgendwas noch? Mensch, Kupio, sag doch mal was. So, wenn die unsichtbare Blöcke sind, ja, okay, dann ist das halt so, ist jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, Kupio hat sich verdient, aufgeboostet zu werden. Oh! Leute, eine neue Truhe, eine Riesentruhe. Das heißt doch wieder ein Upgrade. Hammer oder neue Schuhe? Yeah, die Ultra-Botten! Und da kommt sie wieder, Titania. Ich meine, Toadette. Hallo, ich bin es, Toadette. Schön, dich zu sehen. Du erhältst die Ultra-Stiefel. Herzlichen Glückwunsch. Ey, danke. Damit wird deine Angriffskraft beim Sprung nochmals erhöht. Yeah! Außerdem kannst du eine neue Sprungtechnik anwenden. Probieren wir es aus. Es ist etwas schwierig, aber du schaffst das schon. Wenn du A gedrückt hältst und dann den Stick drehst, gehst du in die Hocke. Lässt du A los, führst du einen Ultrasprung aus. Lasse A aber erst los, wenn du genügend gedreht hast. Okay, alles klar. Hups, gedrückt lassen. Alter, voll krass. Boah. Aber mit dem Ultrasprung kannst du Rohre erreichen, die hoch über deinem Kopf hängen. Mit L kannst du dann auch noch an den Rohren entlang hangeln. Wenn du B drückst, lässt du dich wieder fallen. Oh ja, Leute, das wird uns vieles ermöglichen. Man macht das kleine Arme. Obwohl, der hat ganz schön lange Arme. Drücke B, dann lässt du dich wieder fallen. Ich hab's doch gerade I gedrückt, aber ist ja egal. Daumen hoch, Mann. Großartig, das war super. Hast du die Steuerung im Griff? Ich bin eben perfekt. Daumen hoch, siehst du doch. Gut, du beherrschst jetzt den Ultrasprung. Oh, mit dem Ultrasprung erreichst du auch höher gelegene Blöcke und andere Objekte. Springst du von unten gegen eine Plattform, kannst du etwas herunterschubsen, das sich darauf befindet. Und noch etwas, du kannst den Ultrasprung auch im Kampf benutzen. Ist ja klar. Also bis bald, viel Glück. Tschüss, Toadette. Titania wäre auch ein cooler Name gewesen. So. Und jetzt müssen wir natürlich hier gleich das erproben. Und für später auch, guck mal, man sieht Rohre anhand von diesen Wassertropfen hier auf dem Boden. Kann man sich orientieren, wo man hin müsste. Weil wenn ich jetzt hier hochspringe, könnte ich euch gleich sagen, da würde ich halt hängen bleiben. Ne, weil ich kann hier, ja, richtig schön hier, alles klar. Aber dann ist hier Schluss. Ne, geht nicht weiter. Schade. Deswegen alles klar. Schön der Spur folgen. Ich finde die Kisten interessant. Guck mal, da ist ein Cooper-Panzer drauf. Hier, boing. Ja, dap. Ist hier noch irgendwas? Nö. So, alles klar. Das hätten wir geschafft. Durchswitchen. Und wir sind wieder hier. Und dann kann auch noch hier der kleine Hoshi uns helfen. Hier, Eep-Check. Ja, ich bin auch mal wieder Duen. So, jetzt ist doch alles wieder geklärt, oder? Aber wie komme ich jetzt an? Da ist immer noch der Schlüssel, wo ich ran muss. Ach so, hat es uns ja auch erklärt. Aber erstmal. Na. Kaputt. Je. Ne, wir können ja auch selber da einfach gegenbouncen. Dann kommt's runter. Was auch erklärt, wie wir den Orden aus der Eingangshalle kriegen. Yeah, der Liftschlüssel setzt den Aufzug im Bahnhof in Betrieb. Ach Leute, schön, wir haben es geschafft. Hauen wir ab. Gibt es irgendwie einen einfachen Weg wieder nach draußen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen echt den ganzen Weg zurücklatschen. Ja, man kann ja noch ein bisschen hier gucken. Ja, was war denn hier? Ist einfach nur kaputte Brücke. Ja, hier sind die Viecher hier. Ihr wisst schon. Ne, schnappt ihn euch, Mann! Nein. Nicht mich schnappen. Ich hab doch schon mein Level ab. Tschüss! So, da sollten wir auch alles gemacht haben. Den wichtigen Weg zum Orden zum Beispiel. Ne? Alles geholt, Leute. Alles hier gefunden.
So, bitte sagt, die sind ja alle noch weiterhin tot. Jupp, sieht so aus. Ja, wenn jetzt hier irgendwo ein Item hinter so ein Plakat ist, ne, das ist jetzt erstmal nicht. Das soll uns erstmal nicht interessieren. Hab ich überhaupt den gehauen? Okay, eine Münze, alles klar. Alter, der Sonnenuntergang. Ey, was ist mit der Sonne eigentlich los? Richtig am Wabern. Hups, hups. Was war denn? Wir saven einfach mal. Wir müssen jetzt bloß noch den Schalter wieder aktivieren, damit die Brücke sich senkt und dann kann unsere Fahrt auch schon weitergehen. Ist ja dann der zweite Tag vorbei, ne? Oh Mann. Ja, gab es echt bloß einen Sternsplitter? Na gut, so wartet, bevor wir da lang gehen, Leute. Wartet. Da. Der Orden muss ohne sein. Hoppala. Ja, boom. Danke, Mann. Ja, yeah, der tut mir nichts. Orden für den Partner. Okay. Doch, 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 doch. So, dann steck mal den Schlüssel ins Lift-Schloss-Schlüsselloch. Passt. Na dann, Ipcheck. Machst du die coole Fahrschulmucke oder soll ich die machen? Ich weiß nicht. Dödel, 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 dödel. Okay, lass es, Ipcheck. Du hast kein Talent. Bomba! Guck mal! Schau dir diese Viecher da mal an! Ach je, komm, wir verjagen sie und suchen den Schalter! Okay, aber was sind denn für Dinger? Da, der Schaltraum! Hey! Haut ihr mal ab hier! Okay, sie greifen sich an! Weg hier, Mann! Kui, kui, kui. Hammerarbeit leisten! Bum, 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 bum! Die sind in der Mitte, versammeln die sich. In der Mitte muss was sein. Bum, bum. Okay, warte. Ja, der geht ja sogar auch cool. Bup. Ja, bup, bup. Imcheck, kannst du mal mithelfen? Nee, was soll ich denn jetzt machen? Nee. Warte mal, jetzt wirbeln wir vielleicht doch ein bisschen besser. Ja, haut bloß ab durch die Wände, genau. Nanu, was haben wir hier noch? Egal, Leute, das scheint der Schalter für die Tür zu sein. Für die Brücke. Oder das ist der Schalter für die Brücke. Mann, so ein Hebel würde viel mehr Sinn machen. Egal. Und hit the switch! Sehr schön. Wunderbar. So soll es sein. So muss es sein. Und die Fahrt kann weitergehen. Takt 2 wird beendet. Oh, ich bin doch schon richtig müde. Hier haben wir alles gefunden. Dieser Karte sei Dank. Schön die Karte gecheckt. Da muss ich wieder. Ja, sorry, vielleicht. Es tut mir leid, vielleicht mögen einige von euch den Glimmerlein, aber in den werde ich den nicht mehr rein müssen. Sobald wir die Warbröhre haben. Hab's. Was waren das für komische Viecher? Die sahen richtig komisch aus, wie Flusen. Also so die kleinen. Diese Fussis waren das nicht, ne? Absaven. Da sind alle schon direkt wieder eingestiegen, okay. Du fährst nicht mit? Nö, Mann, ich chill hier. Okay, Kumpel, wir können weiter, oder? Vielen Dank, endlich können wir abfahren. Es wird schon dunkel. Achtung an alle Fahrgäste, einsteigen bitte. Wir wünschen einen angenehmen Weiterfahrt, eine angenehme Weiterfahrt nach Bad Glimmerich. Richtig Bad Glimmerich. Einfach alle Bad. So, na gut. Was zum Marono? Vergessen? Was hab ich vergessen? Hey, Bomber, ich bin's Marono, dein Kumpel aus der Arena. Bei dir alles klar? Na, ich schätze, du kämpfst dich jetzt gegen diverse starke Gegner. Ich kämpfe immer noch in der zweiten Liga und ich denke, das wird auch so bleiben. Ist kein schlechtes Leben. Sponsoring ist richtig geil. War gut, dass du bei uns warst. Deine starken Kämpfe haben das alte Feuer in mir zum Lodern gebracht. Schätze, wir sehen uns bald mal wieder, vielleicht im Ring? Aber pass auf, bis zu diesem Tag werde ich noch viel stärker werden als damals, sogar stärker als jetzt. Marono. Ach Mann, ist so cool. Und ja, Leute, wisst ihr was? Nach diesem Kapitel werde ich auch tatsächlich nochmal in die Arena gehen. Einfach nur, um halt ein wahrer Champion zu werden. Ne, das ist komplett optional, müsste man gar nicht machen. Aber ne, habe ich damals auch so gemacht. Nur damals habe ich so ja vor dem Kapitel hier gemacht, wo wir jetzt sind. Das waren ganz andere Zeiten. So, der Zug fährt in Kürze ab. Bereit zum Einsteigen? Ja, bin ich. Ich habe hier alles geholt. Alles Wichtige, hoffe ich. Auch was die Orden angeht. Abfahrt! Ich finde es schön, dass man jetzt in die Fenster reingucken kann. So ein ganz kleines, nettes Detail. Aber ja. Boah, richtig Nacht. Sehr geehrte Fahrgäste, ich bitte kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Wir möchten uns für die Verzögerung entschuldigen. Wir befinden uns nun auf dem Weg zu unserem Zielbahnhof Bad Glimmerich.
Okay. So, ich weiß nicht, könnte ich jetzt eigentlich schon pennen oder nur ausruhen? Aber es ist ein Nagarines Kapitel immer noch, ne? Ach, mein süßer Schnauzer. So, kann ich noch irgendwas hier machen? Und wie mal gucken, mit den Leuten quatschen oder so? Erstmal absaven. Ne, denn ich weiß ja tatsächlich, Leute, wir sind jetzt bald vor dem Boss des Kapitels. Sind alle schon weg? Hallo? Herzlich willkommen. Zum Abendessen gibt es das berühmte Pilzmenü. Ich bin zwar kein Experte und unser Koch ist sicher genial, aber sein berühmtes Pilzmenü ist wirklich nicht so toll. Okay. Wo sind denn alle? Ist doch schon geschlossen. Bonsoir. Die Pilze für das Abendessen habe ich selbst in Tulpenbach gesammelt. Und die kann man wirklich essen? Na klar. Okay, nee, alles schon geschlossen. Alles geschlossen. Ich glaube, wir sollten, glaube ich, eigentlich uns einfach hinlegen und pennen. Mehr soll es hier gar nicht geben. Was sagt der Detektiv irgendwie noch was? Ich meine, gibt ja kein Problem mehr, ne? Stimmt ja, der Drohbrief hat sich auch erledigt. Morgen kommen wir endlich mal wieder nach Hause. Irgendwie freue ich mich. Ah, aber jetzt ist es schon spät. Und du hast morgen viel vor, Luigi. Vielleicht sollten wir langsam zu Bett gehen. Okay, also tatsächlich, ist nichts mehr weiter. Der zweite Tag war quasi die ganze Zeit denn in Tulpenbach. Ja, wow. Stimmt's, Kleiner? Guten Abend, Mario. Danke, dass du uns in Tulpenbach geholfen hast. Genieße deine letzte Nacht an Bord und erhol dich ein wenig. So, wir haben nicht wissen, ob die immer noch streiten hier. Hallo? Streitet ihr immer noch? Nee, gut, wollte schon sagen. Ich wusste ja gar nicht, dass Bronzmutz so fanat in Eisenbahnen ist. In Bad Lümmerich werde ich ihm eine Modelleisenbahn kaufen. Ey, wie geil. Sei gegrüßt, Bomber. Bronzmutz hat es mir erzählt. Du hast ihm gestern ein Autogramm vom Lokführer besorgt, nicht wahr? Wir werden ihm auch etwas schenken, worüber er sich sehr freuen wird. Na, ist das nicht cool, Kleiner? Hallo, guten Abend. Weißt du, Papa und Mama, sie haben gesagt, sie kaufen mir eine Modelleisenbahn in Bad Lümmerich. Ich freue mich ja so. Ach, ist doch schön, Leute, Mann. Ende gut, alles gut. Doch, doch, doch. Warte mal, wer hier nochmal? Ach, der Aktienheini. Und du, bei dir ist auch alles klar. Guten Abend. Morgen warten nicht wichtige Geschäfte. Ich habe alle Unterlagen nochmals geprüft. Bleibt nur noch morgen ausgiebig zu frühstücken. Natürlich auf Firmenkosten. Wenn du das halt immer erwähnen musst. Auf Firmenkosten natürlich. Eigentlich voll traurig. Aber nee, kann man sich schon drüber freuen, ne? Nun gut, Leute. Ich würde aber sagen, ja, den Boss machen wir erst beim nächsten Part. Deswegen, ja, geht nochmal schnell schlafen. Ich weiß ja nicht, ist irgendwie jetzt bei in Starties Kabine eigentlich jemand drin? Ich meine, den gibt's ja jetzt nicht mehr. Der ist ja ausgeschieden, der ist weggeschmissen worden. Der Typ, hier ist noch der Geist drin natürlich. Ich glaube, der Typ wird uns weiter sagen. Der Vielfraster. Ich werde es kurz mal gucken bei Starty. Nö, tatsächlich keiner mehr da. Aber ja, lass mal, ich muss jetzt nicht nochmal mit ihm reden. Die sagen eben alle, ach danke, ja, danke, dass du in Tulpenbach uns geholfen hast und überhaupt dir geholfen hast. Und eigentlich war das für dich die ganze Zeit anscheinend die unruhigste Fahrt. Während wir alle haben nur gechillt und haben dich die Arbeit machen lassen, ja. Hör, komm, Nagarina, ab ins Bett. Ja, diesmal kannst du ja oben schlafen. Morgen kommen wir endlich nach Bad Lümmerich. Wir müssen das Sternevil finden, bevor diese Typen es tun. Gehen wir schlafen, damit wir morgen ausgeruht sind. Oh je. Ach, guck mal, seht ihr, anscheinend muss ich doch noch mal mit ihm quatschen da. Mit dem Detektiv? Okay, Leute, was zum... Hallo? Schlafen. Also, ruhen. Möchtest du für heute pennen? Ja. Ah. Nacht. Boah. Glimmerliner, dritter Reisetag. Und wieder ist ein neuer Tag angebrochen. Und diese Ruhe ist wirklich sehr erholsam. Ja, alles ist so schön, Leute. Wir sind wieder voll geheilt, oder was? Ja, super. Mann, ich muss mal meine Orden ausrüsten. Mann, ich hab da immer wenn ich neue Orden kriege, dann mach ich da wie nichts mit. So, also drei weitere Sachen. Kurz mal sortieren wieder nach Typ. So, Mann, der Schnarcher war ja auch schon immer geil, ne? Aber der wird halt nicht bei jedem so helfen. Powerhauer, mach ich jetzt wieder den Erdbebenorden ran? Oder auch Charge? Oh, Doppelgriff ist natürlich auch cool. Zwei Items einsetzen pro Dings. Aber eigentlich, ich will ja... erhöht die Verteidigung. Ich will ja eigentlich, ne, so ein bisschen wieder den Kampf, den Endbosskampf eigentlich mit dem kleinen Imcheck machen. Nachdem er durch Power-Dings hier geboostet wurde durch unsere Sternattacke. Aber naja, cool bleiben. Daneben, okay, ich habe hier echt gar nichts mehr. So, dann... Ja, dann doch wieder Erdbeben, ne? Oder auch den Tu-mir-nichts-Orden für meine Partner, dass das öfter daneben geht? Ich hab ja nicht so geile Ohren, fällt mir gerade auf. Toll. Doch Doppelgriff. Oder irgendwas anderes dafür rausnehmen. Ach komm, wir machen einfach den Schnarcher. Und den Erdbebenorden wieder angelegt. Cool. So. Erstmal eine Runde frühstücken? Hätte richtig Bock. Frühstücken ist doch so cool, Mann. Hm?
Hallo? Wo sind denn alle? Okay, der Ladenbesitzer ist noch da. Haben wir so lange gepennt? Das kann doch nicht sein. Ist das Essen schon fertig? Hallo? Mr. Detektiv? Was zum... Wo sind denn alle? Das kann nicht wahr sein. Ist die Familie noch da? Der Typ ist auch weg. Oh oh. Leute, ich glaube, das gibt Ärger. Ja, es sind alle einfach weg. Oh Gott, hoffentlich ist der Zugführer noch da, der den Zug fährt. Leute, wir sehen uns beim nächsten Part hier wieder. Zum Finale des Kapitels. Nein, nein, also noch nicht zum Sternenwiel, aber auf jeden Fall zum finalen Boss, Leute. Oh Mann. Oder warte, überhaupt der finale Boss? Wer weiß. Tschüss.